einer Kritik der Berliner Zeitung. Dass dieser Film jedem Deutschen etwas zu sagen hat, steht außer Zweifel. Man möchte diese Feststellung sogar erweitern und sagen, ein guter Deutscher ist förmlich daran zu erkennen, ob und wie er von diesem Film gepackt wird. Es ist ein Neuanfang in jeder Hinsicht. Dreharbeiten an Originalschauplätzen wie dem damaligen Stettiner Bahnhof in Berlin hatte es bis dahin im deutschen Film nicht gegeben. 1946 wäre es allerdings auch absurd gewesen, Trümmer als Kulissen im Studio nachzubauen. Der Krieg ist vorbei, aber nicht der Kampf ums tägliche Überleben. Hunger und Not prägen den Alltag in den zerstörten Städten. Eine große Katastrophe ist über sie hereingebrochen, so empfinden es die meisten Deutschen. Mit den Folgen versuchen sie fertig zu werden. Die Frage nach den Ursachen oder gar der eigenen Mitverantwortung stellen sich nur wenige. Wer von den ungeheuren Verbrechen der Nazizeit noch nicht in vollem Umfang wusste, wird jetzt damit konfrontiert. Die meisten Deutschen reagieren so wie diese Bürger aus Weimar im KZ Buchenwald. Sie bemühen sich wegzusehen. Nur nicht über das reden, was war, nur nicht darüber nachdenken. Eine unausgesprochene Übereinkunft. Ein Film gehört zu den ersten Versuchen zu begreifen, was geschehen ist. In diesem Berliner Stadtteil entstehen die Außenaufnahmen zu Die Mörder sind unter uns. In den Hauptrollen Ernst Wilhelm Borchert als Kriegsheimkehrer Hans Mertens und Hildegard Knef als KZ-Überlebende Susanne Wallner. Sie wünschen? Ich habe hier mal gewohnt. Ist interessant. Ich bin Susanne Wallner. Ja und? Ich habe doch einen Vertrag. Ja. Den gültigen Mietsvertrag. Kommen Sie mal mit. Wo waren Sie denn, als hier die Hölle los war und die Bewohner dieser Straße ihre Toten verscharrten dort, wo Sie sie fanden? Gehen Sie durch die Ruinen. Da finden Sie Ihre Gräber noch. Sehen Sie. Die haben alle einen gültigen Mietsvertrag. Einen endgültigen. Es ist der erste Film der DEFA, die in der sowjetischen Besatzungszone die Nachfolge der alten UFA-Filmgesellschaft antritt. Regisseur Wolfgang Staudte und sein Team drehen unter schwierigsten Bedingungen in der völlig zerstörten Stadt. Die einzigen Zuschauer, die wir hatten, waren Ratten und das waren leider keine Zuschauer, sondern wir hatten immer Bretter mit Nägeln mit auf und schlugen auf die einen, damit die uns nicht die Waden abnagen. Was von unserem Waden noch vorhanden war. Berlin war in Trümmern, der Krieg war zu Ende und wir hatten endlich wieder Arbeit. Nachdem wir vorher gehungert haben und um unser Leben gezittert haben, konnten wir wieder, wir Profis vom Film, eine Kamera sehen, Schauspieler sehen. Ja? Die meisten Beteiligten hatten schon bei der UFA gearbeitet. Doch mit den Hochglanzfilmen aus jener Zeit versucht Regisseur Staudte radikal zu brechen. Er orientiert sich am expressionistischen deutschen Film der 20er Jahre. Kritiker schreiben: Die Kamera krallt sich fest an Trümmern, schafft erschreckend schöne Ruinenlandschaften. Sie krallt sich fest an zertrümmerten Schicksalen. Deutsche Wirklichkeit. Beklemmendes Schreiten durch unsere verhangene seelische Landschaft. Der Film fordert die Auseinandersetzung mit den deutschen Kriegsverbrechen und stellt die Frage nach der persönlichen Verantwortung. Im DEFA-Studio von Babelsberg werden die Innenaufnahmen gedreht. Den ehemaligen Wehrmachtsarzt Hans Mertens haben seine Kriegserlebnisse zum Zyniker gemacht. Mithilfe von Susanne Wallner bekommt er langsam wieder Boden unter den Füßen. Seinen Kriegsvorgesetzten Hauptmann Brückner hält er für längst tot. Brückner war verantwortlich für die Erschießung vieler Zivilisten in Polen. Stell dir vor, Ihr Mann lebt. Welcher Mann? Der Brückner. Ja, er lebt, das geht ihm großartig. Er lässt sich auch schön grüßen. Du sollst ihn bald mal besuchen. Ich sollte wirklich bald mal hingehen. Ich muss mir das mal ansehen.
Sowas muss man gesehen haben. Wie lebt solch ein Mensch jetzt? Sehen Sie mich an. Meine Fabrik läuft. 120 Arbeiter voll beschäftigt. Meine Wohnung, tipptopp in Ordnung. Sogar richtige Glasscheiben in den Fenstern. Tja, bei Brückner gibt's keine Pappe mehr. Aufbau, mein lieber Aufbau. Das ist die Devise. Brückners Kompanie marschiert wieder. Von den Besatzungsmächten sind es die Sowjets, die am stärksten an die politische Wirkung von Filmen glauben. So entsteht der erste deutsche Nachkriegsfilm bei der DEFA. Der Film als Massenkunst muss eine scharfe und mächtige Waffe im Kampf gegen die Reaktion, für die tiefgehende Demokratie, gegen den Krieg und den Militarismus, für Frieden und Freundschaft aller Völker der ganzen Welt werden. Liberale Kulturoffiziere lassen Regisseuren wie Wolfgang Staudte zunächst künstlerische Freiheit. Eine Chance zur selbstständigen deutschen Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit. Wir haben nicht einen Erfolgsfilm machen wollen. Ich habe mich einfach auseinandersetzen müssen mit der, es war fast wie eine Schuldfrage. Es war eine Notwendigkeit, zumindest etwas zu tun, nachdem man also festgestellt hat, dass man lebend dieses Debakel überstanden hat. Staudte war nicht emigriert, sondern hatte als Nachwuchsregisseur und Schauspieler im Dritten Reich gearbeitet, um nicht als Soldat an die Front zu müssen. Sogar in einer kleinen Nebenrolle im antisemitischen Hetzfilm Jud Süß. Doch heimlich schrieb der überzeugte Pazifist schon 2 Jahre vor Kriegsende das Drehbuch für Die Mörder sind unter uns. Eine komplett unpolitische Einstellung war es nicht, es war eine komplett feige Einstellung. Nämlich sich nicht zum Widerstand zu bekennen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach nur das. Später habe ich mich auch geniert. Es gab nur ein einziges Prinzip, überleben. Die Konsequenz, mit der Staudte sein Thema angeht, beeindruckt die meisten Kritiker bei der Premiere im Berliner Admiralspalast, heute Metropoltheater. Auch im Ausland, Hollywood, London, Paris, Venedig, wird der Film mit großem Respekt aufgenommen. Hier scheint sich ein anderes, ein neues Deutschland zu präsentieren. Der Regisseur verarbeitet seine eigene Erfahrung. Da er den Mut hat, sich der Vergangenheit zu stellen, ist der Mittäter Mertens die Identifikationsfigur. Und nicht das Opfer, die engelhaft unwirkliche Susanne Wallner. In Deutschland sind die Reaktionen auf den Film sehr unterschiedlich. Schon im Team selbst gibt es viele, denen der Inhalt nicht besonders wichtig ist. Es hätte auch eine Komödie sein können. Kein Mensch, also von den Technikern, hat mich oder den Staudte gefragt, was ist das für eine Geschichte? Überhaupt nicht. Außer dem Kameramann und mir als Kötter und Assistent bei Wolfgang und ihm selbst, dem großen Meister, gab es keine Überlegungen in dieser Richtung. Die Kinos in der Nachkriegszeit sind bis auf den letzten Platz besetzt. In Berlin und der sowjetischen Zone erreicht Die Mörder sind unter uns fast 4 Millionen Menschen. Doch die wollen keine Anklagen, sondern Ablenkung. Ich dachte, es wäre ein Kriminalfilm. Nun auch noch das. So einen Film müsste man verbieten. Stimmen aus dem Publikum. Ich habe verstanden, dass die Menschen, die das alles miterlebt hatten und in dieser Stadt gelebt haben, dass die ja nicht unbedingt das nun auf der Leinwand alles wiedersehen wollten, was sie gerade durchgemacht hatten. Das war verständlich. Es hat Intellektuelle angesprochen, Antifaschisten angesprochen, ja, dieser Film. Er hat manche Leute bewegt vielleicht, ja. Aber da ja, während wir die Premiere hatten, lief ja in West-Berlin amerikanische, englische, französische Filme mit Revuen, mit Krimis, mit all dem, was Kindtop heute bietet. Und so war das einer von vielen Filmen. Trümmerfilm, sagt das Publikum. Und bald ist das ein Schimpfwort. Man möchte in Ruhe gelassen werden mit so etwas. Wer sich als Opfer des Krieges und der Nazis fühlt, kann doch keine Mitverantwortung gehabt haben. Dabei fordert der Film noch mehr, wenigstens jetzt Verantwortung zu übernehmen. Mertens, was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie? Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder. Munitionsverbrauch 347 Schuss. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun?
Jetzt ist doch Frieden, wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mertens, um Himmels Willen, meine Frau, die Kinder, was haben denn meine Kinder damit zu tun? Hans! Der beginnende Kalte Krieg macht auch vor den Kinos nicht Halt. Im Osten Deutschlands gelten Filme wie Die Mörder sind unter uns bald als zu individualistisch. Stattdessen zeigen die Kinos stalinistische Propagandastreifen. Im Westen rollt die Welle der Heimatfilme. Anachronistisch, restaurativ, reaktionär, schreibt die Kritik. Den Kinozuschauern ist es egal. Erst 1959 läuft der erste deutsche Nachkriegsfilm in der Bundesrepublik an, mit dem Prädikat besonders wertvoll. Doch für Aufsehen sorgt er nicht mehr. Nur wenige stören sich daran, dass die meisten Brückners völlig unbehelligt geblieben sind und als angesehene Bürger gelten. Und die meisten noch von den Alliierten verurteilten Kriegsverbrecher sind wieder auf freiem Fuß. 13 Jahre nach dem Krieg klingt Stautes Appell hohl. Wir haben nicht das Recht zu richten. Nein, Susanne. Aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben. Sühne zu fordern im Auftrage von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen. Wolfgang Staudte lässt das Thema nicht mehr los. Er konfrontiert die Kinobesucher weiter mit der deutschen Vergangenheit in Filmen wie Der Untertan oder Rosen für den Staatsanwalt. Sie bleiben die große Ausnahme. Ihr Regisseur gilt als Nestbeschmutzer und findet für kritische Filme schließlich keine Geldgeber mehr. Es sei eben schwer, so sagt er, die Welt verbessern zu wollen mit dem Geld von Leuten, die sie ganz in Ordnung finden. Im Film, dem damals noch populärsten Massenmedium, ist die Auseinandersetzung mit der Nazizeit weitgehend ausgeblieben. Die Schuld liegt bei uns. Und die Schuld, die wir immer doch verdrängt haben. Und das geht über Generationen. Und es ist heute nicht mehr aufzuholen. Es ist zu spät. Was wollen Sie denn von mir? Ich bin doch unschuldig. Aus einer Kinokritik von 1959. Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Lieber Wirtschaftswunderdeutscher, sieh dir den Film nicht an, denn du müsstest dich schämen, weil deine Bequemlichkeit es zuließ, dass das große Anliegen dieses Films vom Wohlstand überwuchert wurde und der Ruf, die Mörder sind unter uns, ungehört verhallte. Der Anfang, der hier gemacht wurde, war ein Versprechen, das man nicht gehalten hat.